Grüß Gott alle zusammen. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen bei unserem Sonntagsimpuls. Heute ist der 24. Sonntag im Jahreskreis und das Thema an diesem Tag lautet: Für wen haltet ihr mich? Das bedeutet, Jesus will uns testen. Haben wir im Sinn, was Gott will oder was die Menschen wollen? Um es besser verständlich zu machen, sehen wir heute einen kleinen Teil aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 8, Vers 27 bis 35. Jesus und seine Jünger kamen nun in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er seine Jünger: Für wen halten mich die Leute eigentlich? Die Jünger erwiderten: Einige meinen, du seist Johannes der Täufer, manche dagegen halten dich für Elia und manche für einen anderen Propheten von früher. Und ihr, für wen haltet ihr mich? Wollte er wissen. Da antwortete Petrus: Du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter. Jesus schärfte seinen Jüngern ein, mit niemandem darüber zu reden. Dann erklärte Jesus seinen Jüngern zum ersten Mal, was ihm bevorstand. Der Menschensohn muss viel leiden. Er wird von den führenden Männern des Volkes, den obersten Priestern und den Schriftgelehrten verurteilt und getötet werden. Aber nach 3 Tagen wird er von den Toten auferstehen. So offen sprach Jesus von seinem Tod. Da nahm ihn Petrus zur Seite, um ihn von diesen Gedanken abzubringen. Aber Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus scharf zurecht: Weg mit dir, Satan! Was du da sagst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich gedacht. Jesus rief seine Jünger und die Menschenmenge zu sich und sagte: Wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich und für Gottes rettende Botschaft aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Liebe Schwestern und Brüder, warum fragt Jesus eigentlich seine Jünger, für wen ihn die Menschensohn die Leute halten? So macht Jesus den Test und prüft einmal, was des Volkes Stimme über ihn sagt. Die Antworten der Menschen sind verschieden. Sie vergleichen Jesus mit Gestalten ihrer Religion, die sie kennen. Jesus stellt heute diese Frage an uns alle: Für wen hältst du den Menschensohn? Wärst du für dich dieser Jesus von Nazareth? Brauchst du diesen Retter, diesen Erlöser? Petrus bringt es auf den Punkt: Du bist der Messias. Doch im nächsten Augenblick nennt Jesus diesen Petrus Satan. Warum? Gleich nachdem Petrus Jesus Messias genannt hatte, spricht Jesus über sein Schicksal, wie es aussehen wird. Er spricht von Leid
und sterben über das, was ihn in Jerusalem erwartet. Für Petrus ist dieser Gedanke unerträglich, ja, eine Zumutung. So hat er sein Messias-Bekenntnis nicht verstanden. Messias heißt für Petrus Macht, nicht Ohnmacht. In seinem Bild von Messias hat das Kreuz keinen Platz. Ja, die Messias-Erwartung war damals groß. Der Messias, griechisch Christus, der Gesalbte. Jesus sieht sich mehr als Menschensohn, nicht als Messias. Als Jesus dies seinen Jüngern klar machte, nahm ihn Petrus beiseite und machte ihm Vorwürfe. Jesus ist oft nicht so, wie wir ihn gerne hätten. Er ist nicht nett, er ist kein kämpfender Held, kein charismatischer Guru. Da spielt Jesus nicht mit. Weg mit dir, Satan. Geh mir aus den Augen. Ja, Jesus nachzufolgen ist schwierig. Christsein ist nicht wie eine Rolltreppe, auf die man bei der Taufe darauf gestellt wurde, und bei der Firmung kontrolliert man, ob man noch gut steht. Ein christliches Leben zu führen bedeutet, mit den vielen Herausforderungen, die einem das Leben stellt, umzugehen, im Geist Jesu damit umzugehen. Da ist das Kreuz. Im Leben tauchen immer neue Probleme auf. Prüfungen wie Beruf, Krankheit. Immer neu müssen wir die Spuren Gottes suchen und ihnen folgen. Immer müssen wir Wege neu entdecken, die nicht vorher sehbar waren. Gleichzeitig glauben wir als Christen, dass Jesus uns durch sein Leid, Tod und Auferstehung erlöst hat. Darin liegt auch die Spannung für uns heute. Was würde ich Jesus antworten, wenn er mir die Frage stellen würde: Für wen hältst du mich? Vielleicht eine klare Antwort aus dem Katechismus wissen oder ein Verstummen, offene Ratlosigkeit? Wenn wir auf unser Leben schauen, dann entdecken wir vielleicht viele Parallelen zu Petrus damals. Petrus ist auch in uns. Wir sind noch Anfänger im Christsein und dürfen oder müssen immer lernen, was Christsein heißt. Amen. Zum Ende möchte ich Ihnen noch einen kleinen Witz erzählen. Der kleine Fritz fragte seine Mutter Löcher in den Bauch. Mama, wo warst du eigentlich, als ich geboren wurde? Die Mutter antwortet, im Krankenhaus. Und wo war Papa, als ich geboren wurde? Die Mutter antwortet, der war bestimmt im Büro. Da sagt Fritzchen, das ist wieder mal typisch. Keiner war zu Hause, als ich ankam. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihren Besuch
und Ihr Interesse an diesen Gedanken zum heutigen Tag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag, eine gute Woche und bleiben Sie gesund. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns hier auf diesem Kanal am kommenden Samstag wiedersehen würden. Tschüss!